bin die Stefanie, ich bin 28 Jahre alt und bin medizinische Fachangestellte. Ja, ich heiße Lucy Planeta, ich bin 39 Jahre alt. Ich arbeite als Hauswirtschaftskraft. Mein Name ist Diana Schrader, ich bin 35 und bin examinierte Altenpflegerin. Ja, ich bin der Gregor Planeta, ich bin 34 Jahre alt, ich bin Gesundheits- und Krankenpfleger mit einer Zusatzqualifikation für die außerklinische Beatmung als Fachpfleger und bin mittlerweile seit über 10 Jahren in diesem Beruf tätig. Ich habe damals mitbekommen, wie meine Oma gepflegt wurde. Die war in einem Altenheim und das war nicht sehr schön. Und ja, ich war in einem Alter, wo man halt darüber nachdenkt, was man in der Zukunft machen möchte. Und dann habe ich mir überlegt, den Weg einzuschlagen, habe dann ein Vorpraktikum gemacht, um zu gucken, ob mir das liegt. Und ja, und das war halt, ist dann irgendwie meine Liebe geworden. Durch meinen Zivildienst, den ich in Königsborn in der Kinderklinik absolviert habe, ja, hatte ich so die ersten Berührungen mit der Pflege gehabt, habe dann natürlich sehr viele Schüler kennengelernt aus dem katholischen Krankenhaus und die haben mir das Ganze ein bisschen schmackhaft gemacht. Und dann hatte ich mir gedacht, gut, no risk, no fun, versuchst du es einfach mal. Und ziemlich schnell habe ich dann festgestellt, ja, der Name Beruf kommt ja von der Berufung. Und ich glaube, es war auch irgendwo Berufung bei mir, einfach diesen sozialen Dienst an den Menschen zu leisten und sie dazu unterstützen, nach bestem Wissen und Gehwissen. Zufriedene Patienten. Gepflegte Patienten und ja, die Arbeitszeiten, die dann kann man besser planen, ne? Wenn man Wechselschicht hat, früh oder spät, dann kann man besser auch Termine machen. Ja, ja, dass ich jeden Tag, wenn ich meinen Arbeitstag beende, auch den nächsten Tag wieder gerne zur Arbeit gehe. Das ist mir das Wichtigste. Dass ich meine Arbeitszeit selber organisieren kann. Übrigens habe ich 3 Kinder. Das Familiäre, also es ist nicht, man kommt zu seinem Arbeitgeber, sondern man kommt nach Hause. Eigentlich ist das so. So habe ich mir das eigentlich immer gewünscht, dass man halt gerne zur Arbeit geht und dass man sich gut mit den Kollegen versteht, dass man auch sehr familiär miteinander umgeht, auch von den Führungskräften her. Sie sind sehr familiär und wir haben immer ein offenes Ohr und das gefällt mir halt am besten. Offenheit. Offenheit für Neues, Vorschläge, die wir mit einbringen können, dass sich die Leute auch hier in verschiedenen Teams halt stark einbringen können, dass diese Barriere heruntergebrochen ist, die man so oft erlebt, vielleicht in anderen Pflegediensten, das ist vielleicht jetzt auch eine Behauptung, diese ganze Hierarchiekette, die ist zwar vorhanden, aber nicht so stark, dass man da wirklich nur bis zu einer gewissen Grenze arbeitet, sondern dass man auch darüber hinaus tätig werden kann und dass wir auch das Große und Ganze hiermit beeinflussen können und dass dieser Gestaltungsprozess auch jedem frei zugänglich ist, mitzuwirken, Teil eines Großen zu sein und das Ganze auch mitzugestalten. Momentan bin ich zufrieden. Sobald meine Kinder älter werden, möchte ich Vollzeit arbeiten oder mich weiterbilden. Mehr Erfahrung auf jeden Fall, das hat man ja nicht so als Arzthelferin, also mehr Erfahrung zu sammeln, vielleicht mehr Fortbildung, ja. An für sich habe ich alles schon erreicht, was ich haben wollte. Nach 10 Jahren in der Pflege habe ich eine tolle Position. Ich bin nämlich Teamkoordinator eines ganz tollen Teams mit sehr vielen tollen verschiedenen Einzelcharakteren. Was Besseres kann man sich eigentlich nicht wünschen. Dass man sich hier vorher trifft mit den Kollegen, noch kurz sich bespricht, einen Kaffee trinkt, langsam seine Tour vorbereitet und dann ja, los auf die Tour geht und die Patienten anfährt.
Ich mache einen Gerätecheck bei meinen Patienten. Es ist ein intensivpflichtiger Patient. Das ist sehr wichtig, dass da auch alles einwandfrei funktioniert. Wenn ich zu meinen Patienten nach Hause komme, dann ich frage immer, wie geht es ihnen? Und manchmal, wir trinken manchmal Kaffee zusammen oder wir spielen Brettspiele. Die Sterbebegleitung, den Menschen halt praktisch bis zum Schluss an der Seite zu stehen, ihn zu begleiten. Und ja, das Schönste ist, wenn man sieht, dass sie mit einem Lächeln von der schönen Welt gegangen sind. Das ist das Schönste eigentlich. Das sind auch die gemeinsamen Aktivitäten, die man macht, wie zum Beispiel Kinobesuche oder einfach mal, wenn man vielleicht auch einen schlechten Tag hat oder auch beide, das gibt es ja auch mal, vielleicht mal spazieren geht oder sich irgendwo nett im Café hinsetzt. Das sind so ganz tolle Sachen und ein unheimliches Privileg, das wir haben. Die Patienten einen anlächeln, dass sie zufrieden und glücklich sind, das ist das Schönste, ja.